Hey Leute, ich bin's Conny und heute geht's weiter mit der Coding-Lern-Serie. In diesem Video werden wir Loops behandeln. Und ich würde sagen, ich gehe direkt rüber zu Visual Studio Code. Und hier sind wir dann in unserer Funktion.lua-Datei. Und wir erinnern uns, unsere Hausaufgabe war es, einen Shop zu erstellen, aus dem man dann einfach Items rauskaufen kann. Ich habe ein paar von euren Versuchen schon gesehen. Manche waren gut, bei manchen wurde aber der Punkt ein bisschen verfehlt, weil der Knackpunkt war ja eigentlich, dass wir uns mit Funktionen beschäftigen, um diesen Shop vertiler zu machen. Dafür öffne ich einfach mal eine neue Datei für unser neues Tutorial. Die nenne ich dann einfach mal loops.luau. Hier haben wir unsere Datei. Ich vergrößere das Bild mal ein wenig und mache direkt jetzt schon den Roblox-Conny hier weg. So, als allererstes müssen wir natürlich den Shop erstellen mit den verschiedenen Items. Dafür schreiben wir einfach local shop ist gleich ein Table und in den Table kommen dann verschiedene Items rein. Pack das mal hier in mehrere Zeilen, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Dann starten wir unser erstes Item, das nennen wir Apfel, kostet 1,25 und wir können jetzt sowas sagen wie, es gibt 10 Äpfel im Shop. Hier kommt dann ein Komma oder ein Semikolon, das ist übrigens egal, ob ihr ein Komma oder ein Semikolon macht, aber wenn ich Tables in Tables habe, mache ich gerne ein Semikolon ans Ende, macht aber keinen Unterschied. Das zweite Item wären dann Bananen. Und als nächstes gibt es die super limitierten Yeezys für 175 Euro und davon gibt es auch nur 2 im Stock. Den Shop haben wir erstellt, jetzt erstellen wir eine Funktion, um aus dem Shop was zu kaufen. Local Function kaufen, einfach Item. Natürlich gibt es immer einen Spieler, der am Ende was kaufen will. Local Spieler gleich Conny, Local Geld gleich 30 Euro und Local Inventar ist gleich ein leerer Table. Jetzt sagen wir einfach, if Item 2 größer Geld, denn Sprint Spieler kann sich das nicht leisten, Return False. Aber wenn er sich das leisten kann, dann sagen wir einfach mal Inventar, Hashtag Inventar plus 1 ist gleich Item 1. Dann können wir noch sagen, Item 3 gleich Item 3 minus 1. Hier oben müssen wir natürlich noch prüfen, ob die Quantität überhaupt ausreicht. Dafür kopiere ich einfach dieses If-Statement. Item 3 ist kleiner gleich 0. Print ausverkauft. Hier unten muss dann noch hin, Geld ist gleich Geld minus Item 2. Oder drunter am besten noch printen, Item 1 erfolgreich gekauft. Return true war erfolgreich. Also hier unten führe ich die Funktion einfach mal aus. Und wir sehen, Apfel erfolgreich gekauft. Wunderbar. Wenn ich jetzt zum Beispiel Shop 2 kaufen will, kommt Banane erfolgreich gekauft. Wunderbar. Shop 3 kaufen will, dann kommt, Conny kann sich die Yeezys nicht leisten. Und man könnte diese Funktion natürlich noch unendlich weit aufpeppen, indem man zum Beispiel einen Parameter hinzufügt, wie viel möchte ich davon kaufen. Zum Beispiel, indem man den Parameter hinzufügt, wie viel man davon kaufen möchte. Noch weitere Checks hinzufügen. Aber grundsätzlich reicht das erstmal. Und wir fangen jetzt an mit dem Hauptthema. Und zwar, was sind Loops? Ja. Deutsche Übersetzung Loops sind Schleifen. Das bedeutet, wenn ihr irgendeinen Code immer und immer und immer wieder ausführt, dann nutzt ihr dafür gerne einen Loop. Was wir bisher in unserer Funktion.lua gemacht haben, ist diese elendig lange Funktion hier geschrieben. Und ich habe beim letzten Mal schon gesagt, die hätte man durch einen Loop austauschen können. Und genauso ist es auch, weil wir fangen hier an, die Funktion auszuführen. Die Funktion rennt durch und am Ende callt die Funktion sich selber. Was wir hier gemacht haben, ist praktisch ein Loop. Aber man kann das auch anders schreiben. Es gibt auch verschiedene Arten von Loops. Wir fangen erstmal mit einem While-Loop. While-Loops sehen so aus, man schreibt erstmal das Wort while und da steht schon do. So, was wir jetzt geschrieben haben, ist while, true, do. Und ihr könnt es euch vielleicht schon denken, das hier ist natürlich ein Scope. Und was auch immer in diesem Scope ist, wird ausgeführt und zwar im Loop immer wieder, solange die Bedingung, die hier steht, zutrifft. Das bedeutet, das hier ist praktisch wie ein If-Statement, nur dass es immer wieder neu abgefragt wird, sobald der Code hier unten ankommt. Aber so etwas, wie wir es hier stehen haben, solltet ihr in eurem Code am besten nicht verwenden, weil was macht dieser Code? Dieser Code guckt, stimmt diese Bedingung. Die Bedingung stimmt immer, weil true ist immer wahr, also stimmt diese Bedingung immer, in jedem Fall. Okay, dann mache ich das, was hier drin steht. Hier steht zwar nichts drin, aber wenn er fertig ist mit diesem Nichtsmachen, geht er wieder hoch, fragt wieder, stimmt es und macht's wieder und macht's wieder und macht's wieder. Er macht die ganze Zeit nichts, aber im Grunde hört der Code niemals auf. Wenn ich zum Beispiel hier jetzt hinschreibe, print hey, dann würde er niemals hey printen, weil er die ganze Zeit in diesem Loop gefangen ist. Das ist jetzt ein infinite, eine unendliche Schleife. Sowas sollte man auch nicht ausführen, weil hier ist kein Wait drin. Das heißt, diese Schleife wird sofort, aber auch permanent ausgeführt. Ich mache es jetzt einmal zum Testzwecken. Ich drücke Shift-Steuerung-B, um es auszuführen. Und ihr seht hier, executing task.lua und nichts passiert. Gar nichts passiert. Überhaupt nichts passiert. Aber ihr seht hier oben rechts, der Code läuft. Und läuft. Und läuft. Und läuft. Und der hört niemals auf. Ich beende jetzt den ganzen Spaß hier, weil mein PC sonst irgendwann abstürzt, weil das Programm niemals aufhört zu laufen. Aber wenn solche While-True-Do-Schleifen schlecht sind, warum gibt es sie dann?
Die gibt es für Programme, die tatsächlich auch immer wieder laufen sollen. Wie zum Beispiel, wenn ihr ein Videospiel laufen habt, dann gibt es ja im Spiel Sachen, die immer wieder laufen. Zum Beispiel ganz grundsätzlich einfach Berechnungen und Bildrendern die ganze Zeit. Ihr wollt immer, dass das Videospiel erstmal die ganzen wichtigen Berechnungen durchführt und dann am Ende für den Spieler das Bild rendert. Aber in den meisten Fällen will man hier oben schon eine Bedingung haben, die sich ändern kann. Weitere Anwendungsbeispiele wären zum Beispiel für Videospiele, die rundenbasiert sind, um halt den Wait-Timer für die Runde zu machen oder Sachen, die in der Runde jede Sekunde halt abgefragt werden müssen. Das einzige Problem ist, in der Umgebung, in der wir uns befinden, gibt es keine Rate-Function. Die ist nämlich Roblox eigen. In Lua gibt es sowas nicht. Wir können uns zwar selbst eine Rate-Function basteln, die wäre aber ziemlich unperformant. Das würde dann so aussehen, indem wir eine Funktion schreiben. Function, ich schreibe es immer mit einem großen i, damit hier nichts zur Verwirrung kommt. Dann sagen wir Locals. Start ist gleich os.time. Und dann kommen wir schon zu der nächsten Loop-Funktion. Und das ist repeat until os.time ist größer gleich start plus s. Was das hier macht, das holt sich erstmal die aktuelle Uhrzeit. os.time gibt euch immer die Uhrzeit zurück, aber in einem Computerformat. Und repeat until ist auch ein Loop, der jetzt immer und immer wieder läuft, bis diese Bedingung erreicht ist. Das ist so ähnlich wie ein While-Loop. Bei einem While-Loop wird am Anfang geprüft, ob bestimmt, und danach wird es ausgeführt. Bei einem Repeat-Until-Loop wird erst der Code ausgeführt und am Ende wird geprüft, ob die Bedingung noch zutrifft. Und wenn sie nicht zutrifft, wird es nochmal ausgeführt. Das bedeutet, er macht jetzt die ganze Zeit nichts, bis os.time größer ist als start plus s. Aber das ist sehr unperformant, weil er ja jetzt hier die ganze Zeit drin loopt. Ich könnte jetzt hier die Funktion wait nehmen. Dann sagen wir einfach mal, wir warten mal etwa eine halbe Sekunde und schreiben hier vorher immer print. Hey, oh, und bevor ich das mache, muss ich hier natürlich noch die Klammern hinmachen, weil os.time ist eine Funktion. Das habe ich vergessen, tut mir leid. So, aber wenn ich das jetzt ausführe, dann wird mein PC gleich richtig zum Schwitzen kommen, weil hier die ganze Zeit nichts geloopt wird. Ich drücke das jetzt und der printet jetzt jede halbe Sekunde. Ich würde sogar sagen, das ist fast jede Sekunde hey, weil es nicht so präzise ist, wie wir es jetzt geschrieben haben. Aber ihr seht, er printet es immer wieder dazu, bis ich hier sage, stopp, reicht. Und so könntet ihr jetzt zum Beispiel sagen, local vergangene Zeit ist gleich 0. Und jetzt sagen wir nicht while true do, sondern wir sagen jetzt while vergangene Zeit ist leider gleich 10 Sekunden. Sagen direkt am Anfang, vergangene Zeit ist gleich vergangene Zeit plus 1. Wir werden auch die vergangene Zeit printen. Wir sagen jetzt einfach vergangene Zeit, Doppelpunkt, Komma, vergangene Zeit. Führen das Ganze aus und hier steht jetzt vergangene Zeit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und das war's. Warum hat er jetzt bis 11 gezählt? Weil ich geprüft habe, ob vergangene Zeit kleiner oder gleich 10 ist. Und wenn 10 ist, dann wird es halt immer noch weitergemacht. Dementsprechend müsste ich entweder vergangene Zeit hier printen, bevor ich es plus 1 rechne und der Fehler wäre behoben. Oder ich müsste einfach nur sagen, kleiner 10. Ich habe es jetzt aber so rumgemacht. Wir machen jetzt auch mal nicht 10, sondern einfach nur 5, damit es schneller vorübergeht. Printen das aus. 0, 1, 2, 3, 4, 5 Sekunden. Der Loop ist vorbei. Damit wir wissen, dass der Loop vorbei ist, schreibe ich hier einfach mal hin. Print. Loop vorbei. Das Ganze wird jetzt ausgeführt. Und Loop vorbei. Da haben wir unseren Output. Ich mache hier mal ein bisschen Abstand hin, damit wir das da oben nicht mehr sehen müssen. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir ja gerade ein Spiel am Laufen haben. Und dieses Spiel, das läuft 5 Sekunden. Oder bis ein Spieler die maximale Punktzahl erreicht hat. Sagen wir, die maximale Punktzahl ist 10. Local Spieler 1 startet mit 0 Punkten. Wir machen es fair und sagen, Spieler 2 startet auch mit 0 Punkten. Ich schreibe hier einfach mal Punkte hin, damit wir auch ganz genau wissen, dass es sich um die Punkte der Spieler handelt. So, das Spiel dauert jetzt ganze 10 Sekunden. Wir schreiben hier einfach mal Spiel startet. Wir packen hier jetzt einfach mal random Events in unser Spiel rein. Zum Beispiel Spieler 1 Punkte ist gleich Spieler 1 Punkte plus Math.Punkt. Random 0,1. Math.random ist eine Funktion, die uns eine zufällige Zahl zurückgibt. Jetzt wollen wir eine zufällige ganze Zahl zwischen 0 und 1 haben. Das bedeutet, hier kommt entweder 0 oder 1 raus, jedes Mal. Dasselbe mache ich jetzt einfach noch mit Spieler 2. Ich packe das vergangene Zeitding hier wieder ein bisschen nach vorne, rück's ein bisschen ein, damit es besser aussieht und ändere das hier zu einem kleiner 10 statt zu einem kleiner gleich 10 und sage jetzt nicht nur print vergangene Zeit, sondern auch backslash n für den Zeilenumbruch. Spieler 1 Punkte, Doppelpunkt, Komma, Spieler 1 Punkte. Und dann mache ich nämlich das Ganze hier, packe das hier nochmal hin, sage Spieler 2 Punkte gleich Spieler 2 Punkte. Und als allerletztes packe ich dann hier hinter noch einen weiteren Zeilenumbruch, damit wir die ein bisschen separieren können voneinander. Und hier packe ich auch noch einen Zeilenumbruch hin. So, wir starten jetzt und jetzt
startet hier das Spiel. Vergangene Zeit 4 Spieler. Die Spieler kriegen langsam Punkte dazu. Punkte dazu, Punkte dazu, Punkte dazu. Das Spiel ist vorbei. Keiner der Spieler hat die Maximalpunktzahl erreicht. Keiner von den Spielern hat 10 Punkte erreicht. Traurig, aber wir haben jetzt hier einen Spielverlauf einfach in die Konsole geprintet, in dem wir sehen können, nach 3 Sekunden hatte Spieler 1 schon 2 Punkte, Spieler 2 auch 2 Punkte. In der 4. Sekunde hat Spieler 2 gepunktet, in der 5. Sekunde Spieler 1 wieder. In der 6. Sekunde hat dann Spieler 1 die Führung übernommen und so weiter. Hier können wir richtig mitfiebern. Um das Spiel ein bisschen spannender zu machen, erhöhen wir einfach mal die Range an Punkte, die man kriegen kann, von 0 bis 3 kann man pro Sekunde bekommen. Wir hauen die maximale Punktzahl jetzt auch mal auf 7. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert denn, wenn ein Spieler die maximale Punktzahl erreicht? Und wir haben die maximale Punktzahl erreicht. Spieler 1 hätte gewonnen, aber das Spiel geht einfach weiter. Das ist ja kein gutes Spiel, das einfach weiterläuft, obwohl der Spieler 1 schon die richtige Punktzahl erreicht hat. Dementsprechend packen wir hier jetzt ein If-Statement rein. If Spieler 1 Punkte sind größer gleich Max-Punktzahl or Spieler 2 Punkte sind größer gleich Max-Punktzahl, then. Jetzt prüfen wir erstmal, wenn ein Spieler die maximale Punktzahl erreicht hat. Dann schreiben wir jetzt Print. Das Spiel ist vorbei. Und am Ende schreiben wir hier Break. Und Break ist sowas wie Return in Funktion. Break beendet den aktuellen Loop. Egal, was gerade im Loop passiert, Break sorgt dafür, dass der jetzt vorbei ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel das ausführen, geht das hier los. Oh, Spieler 2 liegt richtig hinten. Spieler 1. Und in der 6. Sekunde ist das Spiel vorbei. Der Loop ging nicht weiter. Jetzt stand hier auch wieder das Spiel vorbei. Aber wir wollen ja am Ende mal noch in die Konsole printen, wer hat denn jetzt gewonnen. Wir sehen hier natürlich, Spieler 1 hat gewonnen. Er hatte die meisten Punkte. Aber das, schlage ich vor, macht man immer nach Ende des Spiels. Dementsprechend hier, das Spiel ist vorbei, nehme ich hier auch mal raus. Weil wir wollen ja eigentlich nur, dass der Loop erstmal abbricht an der Stelle. Wir printen das hier hin und schreiben jetzt, if Spieler 1 Punkte sind größer Spieler 2 Punkte, then print Spieler 1 hat gewonnen. Jetzt schreiben wir, else if Spieler 2 Punkte ist größer als Spieler 1 Punkte, then print Spieler 2 hat gewonnen. Und am Ende schreiben wir noch, else print unentschieden. Wir führen das ganze Programm wieder aus. Das Spiel startet. Wir sehen hier unsere Logs und wir sehen, Spiel ist vorbei. Spieler 1 hat gewonnen. Spieler 1 ist ein ziemlich guter Spieler. Er hat schon wieder geschafft. 7 zu 5. Gut, ich führe es jetzt nochmal aus, weil ich sehen möchte, was diesmal rauskommt. Und diesmal kommt raus, Spieler 2 hat gewonnen. Mit 5 zu 7. Okay, jetzt will ich aber ein anderes Ergebnis als 7 und 5. Und 7 zu 5. Aber schon nach der 3. Sekunde. Ui. Da haben die ja richtig gepunktet. 3 Sekunden, bis das Spiel vorbei war. Okay, jetzt drücke ich nochmal. Und jetzt dauert's. Wow. Okay. Jetzt nach 3 Sekunden einfach 6 zu 9. Spieler 2 hat er jetzt richtig gepunktet. Da seht ihr, wir haben jetzt unser erstes Programm geschrieben, welches einen zufälligen Ausgang haben kann. Diese Sleep-Funktion hier oben ist, wie gesagt, nicht so eine gute Practice. Wenn wir später in Roblox Spiele entwickeln, können wir gerne Task.rate benutzen. Aber die Funktion hier sollten wir nicht verwenden. Ich mache die jetzt auch weg. Ich lösche auch unseren kompletten Loop. Und ich zeige euch jetzt, was es noch für Loops gibt. Es gibt nicht nur While-Loops, es gibt auch For-Loops. Und For-Loops haben auch ziemlich viel mehr Anwendungsmöglichkeiten, wie ich finde. Ein For-Loop schreibt man so, man schreibt erst vor, dann legt man eine lokale Variable fest, die nennen wir jetzt einfach mal Iteration. Komisches Wort, ihr könnt euch aber auch ausdenken, was ihr wollt, ist gleich 1. Dann schreiben wir ein Komma, dann schreiben wir eine Zahl, dann schreiben wir nochmal Komma, dann schreiben wir noch eine Zahl, dann am Ende ein Do und ein End. Und jetzt haben wir ein For-Loop geschaffen. Das sieht erstmal alles ziemlich komisch aus, aber ich erkläre euch, was das alles ist. Das hier ist die Iteration. Man kann auch sagen, der Index oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Das ist eine Kontrollvariable, mit der wir prüfen können, wie oft ist dieser Loop jetzt schon durchgelaufen. Hier hinten legen wir eine Zahl fest, die entscheidet, um wie viel diese Kontrollvariable erhöht werden soll, nachdem der Loop durchgelaufen ist. Und diese Zahl hier legt fest, wann der Loop beendet werden muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, for Iteration 1, 10, 1, do, und dann einfach mal print Iteration schreibe, dann wird er erst printen 1, dann ist der Loop vorbei, er fängt von vorne an, die 1 wird plus 1 gerechnet, also ist es eine 2, dann wird geguckt, ist die Zahl kleiner als eine 10? Ja, sie ist kleiner als eine 10, also wird der Loop nochmal ausgeführt, dann printet er die 2, dann printet er die 3, die 4, die 5 und so weiter, wir führen es einmal kurz aus und hier steht jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das macht der Loop, bis die 10 erreicht ist. Und in dem Fall, wenn wir wirklich nur plus 1 rechnen, können wir die hintere Zahl weglassen, weil die 1 ist immer Standard. Wenn wir jetzt printen, steht hier auch wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wenn wir hier aber jetzt schreiben, Komma 2, dann wird die Zahl immer um 2 erhöht und wir printen 1, 3, 5, 7, 9 und der Loop ist vorbei. Also in der kleinsten Ausführung hat man einen For-Loop mit einer Variable
und einen Maximalwert, den die Variable haben darf. So, wofür braucht man das jetzt? Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. In jedem Fall, der mir einfällt, in dem man so einen For Loop verwenden könnte, würden mir andere Methoden einfallen, die ich lieber verwenden würde als so einen For Loop. Aber, was ich sehr viel häufiger verwende, ist auch ein For Loop, aber ein For Loop, der ein bisschen anders aussieht. Mit einer Variable, die nennen wir jetzt einfach mal Index, Inhalt und dann schreiben wir in Pairs Do. Was ist das hier für eine Vorschleife? Das ist jetzt eine Schleife, die nimmt in dieses Pairs ein Table rein. Wir können hier oben jetzt zum Beispiel wieder ein Table festlegen. Local Tabelle ist gleich sowas und dann schreiben wir hier ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann irgendein Kauderwelsch. So, wenn wir jetzt sagen for Index Inhalt in Pairs Tabelle do. Und jetzt können wir zum Beispiel sagen print index, Inhalt. Dieser For Loop guckt in die Tabelle rein. Okay, was haben wir hier für eine Tabelle? Wir gucken erstmal an Position 1 der Tabelle. An Position 1 ist der Wert 1. Diesen Wert 1 packe ich jetzt in die lokale Variable Inhalt rein. Und Index ist immer der Index in der Tabelle. Also Position 1 heißt Index 1, Position 2 heißt Index 2, Position 3 heißt Index 3. Das bedeutet, hier kommt immer 1, 2, 3, 4, 5 bei Index raus. Damit ihr einfach wisst, an welcher Stelle im Table sind wir denn jetzt. Und bei Inhalt kommt immer das raus, was in dem Table ist. Wenn ich jetzt das Programm ausführe, steht in der Konsole, an Position 1 ist die 1, 2 ist die 2, 3 ist die 3, 4 ist die 4, 5 ist die 5, 6 ist die 6, 7 ist die 7, 8 ist die 2435. In einigen Anwendungsfällen interessiert einen gar nicht, an welcher Stelle man jetzt wirklich im Table ist. Und da kann man den Index einfach weglassen. Aber man kann hier den Index nicht weglassen. Ich persönlich schreibe hier mal einen Unterstrich hin, um mir selbst zu zeigen, ja, ich muss hier zwar irgendeine Variable festlegen, aber ich will die gar nicht nutzen, dann mache ich einen Unterstrich. Das ist, was ich persönlich mache. Aber ihr könntet theoretisch dann auch Unterstrich, Komma, Inhalt printen und dann würde es genauso funktionieren. Das bedeutet, ich habe die Variable einfach nur Unterstrich genannt, weil ich nenne keine Variable Unterstrich, es sei denn, ich benutze die Variable nicht, aber muss sie trotzdem festlegen. Das ist so mein persönliches Ding. Ihr könnt das anders machen, wenn ihr wollt. Ihr könnt zum Beispiel Index schreiben, ihr könnt Position schreiben, könnt dann halt auch die Position hier printen und am Ende kommt ihr auch alles genauso raus, wie es vorher rauskam. Und das ist auch alles richtig toll. Wenn das hier alles so toll ist, warum muss man es eigentlich so kompliziert schreiben, dass hier Pairs in Klammern Tabelle steht? Warum kann man nicht einfach Position, Inhalt, Tabelle schreiben? Es liegt daran, dass es verschiedene Arten von Tables in Lua gibt. Ich habe euch bisher nur eine Art von Table gezeigt. Und zwar der ganz normale Table mit Index. Praktisch eine Liste oder ein Array. Das hier ist jetzt ein Array von Zahlen. Und was ihr hier auch schreiben könntet, wäre zum Beispiel in iPairs. Und dann kommt auf jeden Fall immer eine Zahl bei rum. So, es gibt aber auch andere Tabellen, local, die nicht durch eine Zahl geindext werden, sondern durch ein Wort. Und die nennt man dann Dictionaries. Local Dictionary ist gleich ein Table. Jetzt schreibe ich hier in den Table rein, Name ist gleich Conny, Alter ist gleich 12, Geld ist gleich gar nichts. Und jetzt haben wir hier ein Dictionary mit dem Inhalt Name Conny, Alter 12 und Geld 5. Wenn wir jetzt dieses Dictionary hier durchloopen, mit Position, Inhalt in iPairs, dann printet der hier raus gar nichts. Und warum printet der hier gar nichts raus? Weil wir jetzt gesagt haben, mit iPairs. Aber iPairs lässt sich nur anwenden auf Arrays, die mit einem ganz normalen Index geindext werden, mit einer ganz normalen Zahl. Wenn wir jetzt so ein Dictionary durchloopen, in der die Sachen nicht an bestimmten Orten positioniert sind, sondern unter bestimmten Variablennamen positioniert sind, Alter, Geld, Name, dann benutzt man die Funktion Pairs, die ich auch viel lieber verwende. Und da kommt dann am Ende raus, Geld 0, Name Conny und Alter 12. Und ihr seht, es kommt in einer anderen Reihenfolge raus, als wir es reingeschrieben haben, weil Dictionaries sind nicht geordnet nach Reihenfolge, wie hier der Table. Die sind nämlich gar nicht geordnet. In Dictionaries schlägt man einfach nur den Namen nach und kriegt dann den Inhalt zurück und da gibt es halt keine Ordnung drin. iPairs hingegen geht immer nach einer bestimmten Ordnung durch Tables durch und Ordnung haben die Tables nur, wenn man sie so schreibt. Wenn wir ein Table so schreiben wie hier, gibt es da keine Ordnung. Übrigens, wir können den Table auch ein bisschen übersichtlicher schreiben, indem wir natürlich hier immer einen Zeilenumbruch reinhauen. Dadurch kann man es auf jeden Fall besser lesen. So, ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Auf jeden Fall, so ein For Loop in Verbindung mit Tabellen ist richtig, richtig mächtig. Ich persönlich nutze selten For Loops mit
solchen Arrays, wo ich einfach nur durchloope. Es gibt Anwendungszwecke, wo man das tun möchte. Ich benutze Loops eher tatsächlich, um durch Dictionaries durchzuloopen und dort bestimmte Sachen zu finden und dann mit den Sachen Dinge zu machen. So, einmal zum Recap. Wir kennen inzwischen While Loops, wir kennen inzwischen For Loops und wir kennen Repeat Until Loops. Grundsätzlich ist es immer gut zu wissen, dass es diese drei Arten von Loops gibt. Für While Loops gibt es Anwendungen in allen möglichen Programmen, die halt für eine bestimmte Zeit durchlaufen müssen und immer wieder das Gleiche tun müssen. Repeat Until macht im Grunde genau das Gleiche, nur dass in einer anderen Reihenfolge geprüft wird. Deswegen habe ich Repeat Until bisher auch noch nie verwendet. Aber viel mächtiger sind For Loops, die es ganz normal mit einer Prüfvariable und einer Maximalvariable gibt und mit dem man auch durch Tabellen durchloopen kann. Und das ist richtig mächtig. Ich werde euch jetzt noch eine letzte Sache über Tabellen erzählen, die euch dann Tabellen wahrscheinlich nochmal sehr viel einfacher machen werden. Man kann nämlich auf Tabellen auch noch von außen besser zugreifen. Ihr müsst, wenn ihr eine neue Tabelle festlegt, sie nicht so schreiben. Ihr müsst sie auch nicht so schreiben wie hier. Ihr könnt ganz normal einfach schreiben, Local Dictionary ist gleich eine Tabelle. Und dann können wir später sagen, Dictionary.name ist gleich Conny. Dictionary.alter ist gleich 12. Dictionary.geld ist gleich 0. Und es funktioniert genauso. Und so hat man eine viel übersichtlichere Art und Weise, um so ein Dictionary zu beschreiben. Wir legen hier das Dictionary fest und hier legen wir dann in dem Dictionary neue Einträge fest. Wenn ich diesen Loop hier unten ausführe, dann kommt hier immer noch raus Geld, Name, Alter. Und wie schon gesagt, ihr könnt nicht beeinflussen, in welcher Reihenfolge die Einträge im Dictionary abgearbeitet werden, weil die Reihenfolge, die denkt sich Lua selbstständig aus, aber die kann euch egal sein. Wenn ihr unbedingt mit einer festen Reihenfolge arbeiten wollt, dann müsst ihr es so machen wie hier oben. Und hier oben könnt ihr es natürlich auch so machen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, Tabelle in Klammern 1 ist gleich 1. So legt ihr in einer Tabelle den Wert für einen bestimmten Index fest. Tabelle 2 gleich 2, Tabelle 3 gleich 3. Und das hier könnt ihr rausnehmen. Funktioniert hier genauso, dann habt ihr die Tabelle auch genauso geordnet, wie ihr sie euch vorstellt. Wenn ich hier jetzt rüber habe, steht hier auch Local Tabelle, 1 ist gleich 1, 2 ist gleich 2, 3 ist gleich 3. Wenn ich hier über das Dictionary rüber habe, dann sagt er mir Dictionary, Alter ist gleich 12, Geld ist gleich 0 und Name ist gleich Conny. Und jetzt, Leute, ist das Einzige, was euch noch fehlt, um ein richtig guter Programmierer zu werden, einfach nur Übung. Ihr wisst, was Variablen sind, ihr wisst, was Bedingungen sind, ihr wisst, was Funktionen sind, ihr wisst, was Loops sind und vor allem wisst ihr jetzt auch, wie Tables und Dictionaries funktionieren. Und damit habt ihr eigentlich schon die grundlegenden Toolsets für alles, was ihr euch vorstellen könnt. Dictionaries und For Loops waren eigentlich noch so das Letzte, was euch gefehlt hat, so das i-Tüpfelchen. Was ihr nun machen könnt, ist praktisch objektorientiertes Programmieren. Vorher, hier zum Beispiel in Funktionen.luau, haben wir bisher immer prozedural programmiert. Das heißt, wir haben Variablen festgelegt, wir haben Funktionen festgelegt und dann haben wir Funktionen mit diesen Variablen gecallt. Objektorientierte Programmierung ist dann noch ein Programmierstyle, der es euch einfacher macht, große, komplexe Programme sehr simpel darzustellen und in kleine Bestandteile aufzuspalten. Darüber werden wir dann in den nächsten Folgen sprechen, aber die Tools, die ihr dafür braucht, die habe ich euch schon gegeben. Alles, was ich euch dann noch erklären werde, ist, wie ihr die Tools anwendet, um redundanten Code, wie zum Beispiel in dieser Tabelle hier, zu minimieren. Als Hausaufgabe zum nächsten Mal komme ich nochmal auf den Shop zurück. Ich möchte, dass ihr mit dem, was ihr bisher gelernt habt, nochmal so einen Shop aufsetzt, aber den Code jetzt schöner schreibt. Und zwar packt die Items nicht hier zwischen die Klammern, sondern schreibt zum Beispiel Shop.apfel ist gleich. Und dann schreibt hier die Tabelle rein. Preis 1,50, Vorrat zum Beispiel 20. Packt auf diese Art und Weise einfach weitere Items in eurem Shop rein. Schreibt ein weiteres Dictionary für den Spieler, der sich dann am Ende Sachen aus dem Shop kauft. Schreibt eine Funktion, mit der Spieler dann Items aus dem Shop kaufen kann. Und am Ende schreibt einen For-Loop, der durch alle Items im Shop durchloopt und dem Spieler dann diese Sachen kaufen lässt. Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Ich bin auch gespannt, was ihr noch für weitere Features implementieren werdet, wie zum Beispiel Mindestalter, um bestimmte Sachen zu kaufen. Seid kreativ, probiert euch aus. Das Wichtigste beim Programmieren lernen ist erstmal die Übung, dass ihr erstmal ein paar Sachen gemacht habt. Und wenn ihr dann schon die ersten paar Sachen selber gecodet habt, dann werdet ihr immer und immer besser und seid gut vorbereitet für die nächste Folge. Ich switch rüber zu Roblox. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!